Moin! Wieder ist eine Woche um und schon ist es Zeit für ein neues Video. Heute wollen wir mal auf ein Problem eingehen, das sicher jeder kennt. Denn wer hat zu Hause keinen Backofen, in dem sich schnell eine Tiefkühlpizza, ein leckerer Auflauf oder andere feine Speisen zubereiten lassen? Von allen Haushaltsgeräten ist gerade der Backofen ein Ort, in dem sich scheinbar verlaufener Käse und angebrannte Reste pudelwohl fühlen. Daher ist es meist ein Graus für jeden, hier mal gründlich sauber zu machen. In diesem Video wollen wir euch kurze Tipps an die Hand geben, wie ihr den Backofen ganz easy wieder auf Hochglanz bringen könnt. Natürlich gibt es hilfreiche Hausmittel, die euch dabei helfen, den Backofen wieder sauber zu bekommen. Zum Beispiel mit Backpulver. Dazu wird ein Tütchen Backpulver mit Mineralwasser oder Natron im Verhältnis 1:1 gemischt. Diese daraus resultierende Paste dann auf die Verkrustungen auftragen und circa eine halbe Stunde einwirken lassen. Mit einem feuchten Tuch dann einfach auswischen, fertig. Auch Salz eignet sich hervorragend zum Reinigen des Backofens, wobei aber gerade Edelstahl angegriffen werden kann. Dazu wird der Boden des Backofens befeuchtet, sodass überall das Salz haften bleibt. Den Backofen auf 50 Grad erhitzen, bis aus dem weißen Salz braunes Salz wird. Den Backofen wieder ausstellen und etwas abkühlen lassen. Dann könnt ihr das Salz ausfegen und den Backofen auswischen. Natürlich gibt es auch hervorragende Reiniger, die ihr auch in unserem Shop erwerben könnt. Ganz ohne Gift, aber trotzdem ungemein effektiv, ist hier der Green Hero Backofenreiniger. Ohne Aerosole, Duft oder Farbstoffe könnt ihr eurem Backofen wieder ein sauberes, hygienisch exzellentes Gesicht verpassen. Die Anwendung ist denkbar einfach. Am besten verwendet ihr zur Vorsicht Handschuhe, denn es kann bei empfindlicher Haut zu Reaktionen kommen. Nicht immer, aber Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht. Den Backofenreiniger könnt ihr übrigens auch für Grillroste nehmen. Das Video dazu findet ihr hier oder auch unter dem Video. Sollte euer Backofen nur leicht verschmutzt sein, könnt ihr das Mittel auch verdünnt anwenden. Bei hartnäckigen Verkrustungen empfehlen wir aber, die volle Wirkung zu nutzen. Also den Backofenreiniger großzügig im Backofen aufsprühen und kurz einwirken lassen. Anschließend könnt ihr mit einem Schwamm nochmal verteilen und mit dem klaren Wasser alles abspülen. Das Ganze könnt ihr wiederholen, falls der Schmutz doch fester sitzt als erwartet. In der Regel sollte aber eine einfache Anwendung reichen. Ganz wichtig, Aluminium solltet ihr mit dem Mittel nicht behandeln. Nach einigen Tests hat sich gezeigt, dass Aluminium durch das Mittel angegriffen werden kann. Daher da etwas Vorsicht. Das war es eigentlich schon. Solltet ihr noch Fragen zu dem Backofenreiniger haben, schaut bei uns im Shop vorbei. Auch unsere Kommentarfunktion ist für Fragen offen. Wir helfen euch dann gern weiter. Wir hoffen, wir konnten euch hier ein paar wertvolle Tipps geben und freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Sollte euer Backofen nur leicht verschmutzt sein, könnt ihr das Mittel auch verdünnt verwenden. Aufessen, ne? Was hast du vorhin gesagt? Anwenden. Anwenden. Anwenden.